Bern, Februar 1945. Das Büro des amerikanischen Geheimdienstes OSS. Agentenchef Alan Dulles hat besorgniserregende Meldungen für Washington. Die Deutschen, allen voran die SS, seien dabei, sich in den Alpen zu verschanzen, haben seine Informanten berichtet. Meldungen, die die alliierten Strategen um den Schlaf bringen. Die bayerischen und österreichischen Alpen eignen sich hervorragend für einen Guerillakrieg. Das war eine schreckliche Vorstellung, stellte einen Albtraum dar für die alliierten Militärstrategen. Und deshalb hatten diese Meldungen ein besonderes Gewicht. Die Horrorvision der Alliierten, die sogenannte Alpenfestung. Hunderttausende fanatische Soldaten der Waffen-SS und der Wehrmacht in den Alpen zwischen der Schweiz und Wiener Neustadt. Dazu das Neueste und Beste, was die Rüstungsschmieden des Dritten Reiches zu bieten haben. Nur Gerüchte oder schon fast Wirklichkeit? Noch wissen es die Amerikaner nicht genau. Die Alliierten beschlossen, vorsichtig zu sein. Man kannte ja inzwischen Hitler und den Fanatismus der SS, die damals die stärkste Kraft in Deutschland war, und beschloss, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Die Alpenfestung war das Schlimmste, das schlimmstmögliche Szenario. Schlechte Nachrichten. Dabei scheint der Krieg für die Alliierten schon so gut wie gewonnen. Kämpfe in den Bergen könnten ihn erheblich verlängern. Die Alpen, eine Burg aus Bergen. Von ortskundigen, vorbereiteten Soldaten gut zu verteidigen. Das Schreckensbild der Alliierten. Am Ende des Krieges ist es der Strohhalm, an den sich auf der deutschen Seite manche klammern wollen. Die Alpenfestung ist sowas wie die allerletzte Hoffnung für die allerletzten Krieger. Also diejenigen, die wirklich bis zur letzten Patrone kämpfen wollen, die nicht einsehen, dass der Krieg verloren ist, die glauben, man könne noch ein großes letztes Gefecht führen. Das bietet sich ja auch an bei dem Gelände, aber das ist sozusagen so eine Chimäre, so eine Hoffnung, die es bei den Soldaten noch gibt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Züge werden beladen im zerbrechenden Dritten Reich mit Gold und Devisen der Reichsbank oder mit Kunstwerken und anderen Kostbarkeiten, geraubt in ganz Europa. Manche aus der nationalsozialistischen Führungsriege wollen wenigstens ihre Beute retten. Die Züge rollen in Richtung Alpenland. Ich glaube, es ist einmalig in der Geschichte, dass so unschätzbar große Werte in so kurzer Zeit in einer bestimmten Region konzentriert worden sind. Der Mythos von der Alpenfestung, er besteht bis heute. Aus unterirdischen Fabriken und Kommandozentren. Seen im Alpenland voller Relikte aus dem Hitlerreich. Und der Hoffnung, vielleicht doch noch einen der vielen damals versteckten Schätze zu finden. Die Spuren, die der Mythos Alpenfestung hinterlassen hat, liegen alle im Verborgenen. So zum Beispiel in Hallein bei Salzburg. Eine Bunkeranlage tief in den Berg getrieben, der sogenannte Grillstollen. Mit einer Sondergenehmigung dürfen wir ihn erforschen. Begleitet von einer Gruppe von sachkundigen Höhlengängern. Hier wurden Flugzeugteile gebaut, doch nicht nur. Von hier aus sollte die Alpenfestung befehligt werden. Im Zuge des Alpenfestungsplans wäre hier in dieser Anlage das Oberkommando SS untergebracht worden mit Himmler. Himmlers Unterlagen waren in Berlin schon hergerichtet und schon adressiert. Die Anlage hat eine Größe von ca. 6.000 Quadratmetern und geplant war, dass sie im Endeffekt 22.000 Quadratmeter haben sollte. So weit kam es dann nicht mehr. Die SS wird die Kommandozentrale nie beziehen.
Aber bis Kriegsende wird an ihr gebaut. Überall Graffiti von denjenigen, die hier schuften mussten. Meist Kriegsgefangene oder KZ-Häftlinge. Himmler und sein Stellvertreter Ernst Kaltenbrunner inspizieren das KZ Mauthausen bei Salzburg. Von hier kommen viele der Arbeitssklaven, die für die SS die gigantischen Stollenanlagen in die Berge treiben müssen. Oder in ihnen Flugzeuge oder Raketen montieren. Unter elenden Bedingungen. Jeder Meter Stollen, jedes Flugzeug, jede Rakete kosten Menschenleben. Wiedersehen mit dem Ort des Schreckens, nach fast 70 Jahren. Ein Stollen mit dem Codenamen Bergkristall. Ehemalige Häftlinge des Lagers Mauthausen, Polen, Italiener, Franzosen. Gedenkminute für einen jungen französischen Katholiken und zwei Priester. Sie hatten versucht, den Mithäftlingen ihr Schicksal zu erleichtern. Und bezahlten dafür mit ihrem Leben. Erinnerungen. Ich war schon in der Baracke für Sterbende. Ich hatte das Gefühl, dass es vorbei ist mit mir. Doch Kameraden haben mich ins Zentrallager gebracht und dort versteckt. 14 Tage lang. Dann kam die Befreiung. Da wog ich noch 38 Kilogramm. Ich wog 38 Kilogramm, als ich liberiert wurde. Die sogenannte Alpenfestung soll auf den Rücken von Menschen wie ihm gebaut werden. Es gibt Dutzende unterirdische Anlagen. Schwarz in Tirol. 2 Kilometer Fahrt in den Berg hinein. Normalerweise völlig unzugänglich. Angekommen. Eine 3-stöckige Fabrikanlage, nach Kriegsende von den Alliierten gesprengt. Immer 8 Grad, völlige Dunkelheit und Stille, bis auf das Tropfen des Wassers von der Decke. Und überall rostende Flugzeugteile. Ein in den Berg hineingebauter Rüstungsbetrieb. Fast eine Zeitreise. Also was wir hier vorfinden, ist schon einzigartig. Die Anlage ist komplett in dem Zustand, wie sie damals nach der Sprengung verlassen worden ist. Und die Arbeiter gerade erst das Werkzeug hier liegen lassen haben. Wir finden alles auf den Montageböcken hier stehend vor. Also es ist unglaublich. Das sind Düsenverkleidungen für den ersten Düsenjäger der Welt. Die Me 262. Die Alliierten haben noch nichts Vergleichbares. Bei Düsenantrieben sind die Ingenieure des Dritten Reiches ihnen voraus. Wie auch bei Raketen. Und beides werde die SS nun in den Alpen stationieren lassen, fürchtet der Generalstab der US-Armee. Heinrich Himmler zu Besuch im Raketenversuchsgelände in Peenemünde. Der SS-Führer hat erkannt, welches Potenzial in dieser Technologie steckt. Die V2. Sie ist die erste Rakete der Welt, die die Atmosphäre verlassen kann. 1945 ist sie so weit ausgereift, dass sie auch von mobilen Rampen abgeschossen werden kann, zum Beispiel von der Alpenfestung aus. Im Frühjahr 1945 erhalten der Raketenkonstrukteur Werner von Braun und seine Mitarbeiter im Entwicklungszentrum Peenemünde einen Marschbefehl.
Vom Bauern wurde befohlen, in die Alpen zu kommen. Wir hatten also einen offiziellen Auftrag, Peenemünde zu verlassen. Wir sind also nicht geflohen, sondern das war unsere Aufgabe, in die Alpenfestung zu gehen, nach Süddeutschland. Und der ursprüngliche Plan war ja, an dem wir nie geglaubt haben, dort weiter V2s zu bauen. So machen sich die Raketenkonstrukteure mitsamt ihren Unterlagen auf den Weg nach Süden. Ständig bedroht von alliierten Tieffliegern. Die Amerikaner und Briten haben längst die Luftherrschaft über Deutschland. US-Truppen sind bereits bis nach Thüringen vorgestoßen. Von hier aus sind es nur noch wenige hundert Kilometer bis Berlin. 11. April 1945. Die Amerikaner befreien den sogenannten Mittelbau Dora bei Nordhausen. Und staunen nicht schlecht. Hier werden in unterirdischen Stollen die V1 und die V2 montiert. Von KZ-Häftlingen. Die erste Begegnung der Amerikaner mit dem Grauen des SS-Imperiums. Die Raketenkonstrukteure sind nicht mehr da. Entwischt Richtung Alpenfestung. In diesen Tagen ändert der amerikanische Oberkommandierende General Eisenhower die amerikanische Strategie. Wegen seiner Angst vor einem letzten Gefecht in Bayern und Österreich beschließt Eisenhower, Deutschland sozusagen durchzuschneiden und so zu verhindern, dass SS- und Wehrmachtseinheiten nach Süden durchkommen. Und Eisenhower ändert außerdem die Hauptstoßrichtung seiner Truppen nach Süden, Richtung Alpen. Verhindern, dass die Deutschen ihre Truppen und ihr Material in den Alpen konzentrieren können. Das ist Eisenhowers Ziel. So wird die alliierte Strategie durch die Alpenfestung direkt beeinflusst. Denn wie lange würde es dauern, Hunderttausende bis an die Zähne bewaffnete Nazis in den Bergen zu besiegen? Keiner wusste das. Die Raketeningenieure aus Peenemünde können sich durchschlagen bis ins Alpenland. Nach Garmisch. Das Tor zur vermeintlichen Alpenfestung. Die Kaserne der Gebirgsjäger ist das Ziel. Ursprünglich wollte die SS, dass wir alle in die Armeekaserne umziehen. Die wollte uns alle dort konzentrieren. Aber dann eine Bombe könnte das ganze Team zerstören. Und deshalb hat sich der SS-Kommando dann überzeugen lassen, dass wir uns über das ganze Land verteilen könnten. Und das haben wir auch gemacht. Die Raketenbauer sind nicht die einzigen Neuankömmlinge in der Region. Es gibt geheime nächtliche Transporte. Sie bleiben den Einheimischen nicht verborgen. Da wurden die Anwohner, die eigentlich relativ wenig mit den Kriegswirren zu tun hatten, wurden hellhörig und aufmerksam. Und so auch meine Mutter. Und sie war ja damals ein junges Mädchen. Und dann hat sie nach der Stallarbeit am Abend gesehen, wie eine Mulli-Kolonne auf den Steinriegel rauf ist. Ihr besonderes Augenmerk war damals immer, das hat sie immer wieder erzählt, ein weißes Mulli war dabei. Was Effi Sturms Mutter beobachtet, ist ein Transport von Gold und Devisen der Reichsbank in Berlin. Gebirgsjäger vergraben den Schatz auf dem Bergrücken Steinriegel, im Schutze der Dunkelheit. Doch schon sehr bald machen Gerüchte die Runde. Ich glaube, die sind dadurch entstanden, weil es waren ja doch einige Forstarbeiter, die diese Säcke gesehen hatten. Also es war nicht ganz so geheim. Es hatten schon viele auch ein bisschen was mitbekommen. Seitdem gibt es eine milde Form des Goldrausches im Land.
Und nach dem Krieg gab es wohl Fälle jähen Reichtums unter den Bewohnern, erzählt man sich zumindest in der Gegend. Es würde keiner zugeben, dass das so passiert ist, sondern es sind Gerüchte, es sind Berichte, es sind auch teilweise Kinder, die das erzählen, dass der Vater plötzlich Geld gehabt hat oder dass er Reichtum gehabt hat. Und das ist natürlich für uns interessant, auch immer zu verfolgen, ob man über eine solche Spur noch eine weitere Spur ausfindig machen kann. Fundorte und vermutete Schatzverstecke in der Gegend, Jürgen Proske kennt sie wohl alle. Regelmäßig geht er mit Freunden und professionellen Sonden auf Suche. Das ist legal, solange der Grundeigentümer nichts dagegen hat und die Schatzsucher nicht den halben Wald umgraben. Ihr Lieblingsrevier, der Steinriegel am Walchensee. Ja, das ist das ehemalige Übungsgebiet der Gebirgsjäger. Und hier kannten die Gebirgsjäger jeden Stein, jede Höhle, jeden Fels, jedes Loch und haben dann natürlich auch Verstecke angelegt. Und die Verstecke wurden dann genutzt für bekannte Transporte, wo Schätze in der Gegend gelandet sind, aber auch für Transporte, die nicht erfasst worden sind. Und die Transporte suchen wir. Reichtümer hat Jürgen Proske bisher nicht gefunden, aber immer wieder Überbleibsel aus den letzten Tagen des Krieges. Da haben wir schon viel Munition gefunden, da müssen wir aufpassen. Oh ja, da liegt was. Freunde der Volksmusik, da sind wir am Ende unserer Weisheit, da brauchen wir jemanden, der uns hilft. Kurz darauf ist der Kampfmittelräumdienst vor Ort. Bei den Fundstücken handelt es sich um Gewehrgranaten, stellt er fest. Keine Blindgänger, sondern noch gar nicht abgefeuert. Und noch scharf. Hier ist ja das Areal, wo auch der Reichsbank-Goldschatz gelandet ist. Und so eine Rückzugsstrecke, die hier in der Gegend aufgebaut worden sind. Man hat damals Munition in verschiedenen Depots gelagert, sodass, wenn ein Angriff erfolgt war, dass die sich dann zurückziehen konnten, ihre Waffen leer schießen und sich am nächsten Depot wieder aufmunitionieren konnten und wieder auf die Angreifer schießen konnten. Und das haben die natürlich rund um diese Verstecke gemacht, weil es war ja nicht klar, was da passiert. Und da wollte man sich auf alles vorbereiten, eben auch auf einen Angriff und die Möglichkeit, verteidigen zu können. 250 Kilometer weiter östlich, die Zentrale der vermeintlichen Alpenfestung, das Salzkammergut. Neben der Gegend um Garmisch ist es die Region, in die offenbar die meisten Schätze verbracht wurden. Es gab Schatzverstecke von der SS, vom Außenministerium. Und offenbar hatte so gut wie jeder, der sich hierher zurückzog, seinen eigenen Schatz dabei. Das malerische Altaussee wird am Ende des Krieges zu so etwas wie der informellen Zentrale der SS. In einer Villa oberhalb des Städtchens nimmt Heinrich Himmlers Stellvertreter Quartier, Ernst Kaltenbrunner. Kaltenbrunner ist Österreicher. Er kennt die Gegend genau und ist hier, um die Alpenfestung zu organisieren. Das letzte Bollwerk der SS. Zusammen mit Otto Skorzeny, Obersturmbannführer der Waffen-SS. Er ist Österreicher wie Kaltenbrunner. Und berühmt, berüchtigt für seine Kommandounternehmen. Er ist der Chef der, heute würde man sagen, Special Forces der SS, also der Kommandoeinheiten. Und auch er findet sich dort wieder und ihm gelingt es dann, zwei seiner Kommandokompanien von der Ostfront abzuziehen, die sich dann dort im Alpenraum sammeln. Skorzeny soll dann ein Alpenschutzkorps aufbauen. Kern sind diese Kommandoverbände. Und auch eine der finstersten Figuren der SS kommt nach Altaussee, der Organisator des Holocaust, Adolf Eichmann. Er kennt Ernst Kaltenbrunner seit Jahrzehnten, doch der hat plötzlich keine Zeit mehr für ihn. Spaziergang zweier SS-Täter. Ein Mitarbeiter von Ernst Kaltenbrunner und Eichmann. Er hat sich beschwert bei mir, dass Kaltenbrunner ihn nicht empfangen hat und durch den Adjutanten eine Rolle
souveräns englische Goldstücke überreicht ist. Und so pfeife ich da auch, das brauche ich nicht, das habe ich selbst. Ich will Befehle, wie es weitergeht. Nicht wahr? Er war der, einer der wenigen, die tatsächlich an die Alpenfestung geglaubt haben. Nicht? Mit Fluchtgold in die vermeintliche Alpenfestung. Kaum ein See des Salzkammer Guts, um den sich nicht Schatzgeschichten ranken. Die Seen sind voller Überbleibsel des Kriegsendes. Hier verkehrt der Nationalsozialist. Zweifelhafte, zerschossene Empfehlung wohl für ein Gasthaus dieser Zeit. Mülleimer des Dritten Reiches ist der Spitzname für den berühmtesten der Seen, der Turplitzsee bei Hallstatt. Abgelegen und über 100 Meter tief. In den letzten Kriegstagen versenken SS-Männer dort Dutzende Kisten und werden von Einheimischen beobachtet. Was war drin? Womöglich Gold. Schon seit Kriegsende beflügelt der Toplitzsee die Fantasie, sind Taucher auf der Suche nach einem sagenhaften Nazi-Schatz. 1963 kommt ein junger Taucher aus München dabei ums Leben. Am 1. April 1987 dann die Sensationsmeldung, Gold im Toplitzsee gefunden. Doch es war ganz anders. Wir haben das im Toplitzsee versenkt und dann geborgen und beschlagnahmen lassen. Und 3 Tage später ist man draufgekommen, dass kein Gold ist. Sondern ein gelungener Aprilscherz von Gerhard Zauner und seinen Taucherfreunden. Das Gold war in Wahrheit Bronze. Da bekamen wir das wieder zurück, aber es war ein gigantisches Medienaufgeheul, das Gold im Toplitzsee gefunden, ging durch alle Medien, und zwar in ganz Europa. Heute ist das vermeintliche Nazi-Gold in Gerhard Zauners Tauchmuseum in Hallstatt. Zusammen mit tausenden Fundstücken aus den Seen der Gegend. Und immer noch zieht gerade der Toplitzsee Touristen in die Region. Das ist eigentlich wurscht, ob dort Gold drin liegt oder nicht. Die Geschichte Toplitzsee ist Gold wert. Wenn es ums Gold geht, setzt das normale Hirn aus. Ebenfalls in den 80er Jahren lernt ein bekannter Forscher den Mythos vom Toplitzsee kennen, der Meeresforscher und Filmemacher Hans Fricke. Eigentlich will er die ganz besondere Lebenswelt in den Tiefen des Sees erforschen. Ich hatte dämlicherweise mit die Geschichte von dem See nicht mitverfolgt. Hätte ich das gemacht, hätte ich mir sogar überlegt, ob ich da tauchen gehe. Und dann lief ich natürlich in die offenen Messer der Medien, als ich dort runtertauchte. Und da interessierte natürlich unheimlich wenig, was der Kerl da macht. Ob der nun Bakterien und Würmer sucht, die dachten ja, dass ihm mit dem Deckmantel der Wissenschaft versehen, da ein Mensch auf Goldsuche geht. So steht Hans Fricke von Anfang an unter Beobachtung. Nicht nur der Medien, sondern auch zweifelhafter Figuren aus der rechten Szene. Schon beim ersten Tauchgang zum Grund des Sees stößt Fricke auf Fundstücke aus den letzten Kriegstagen. Kein Gold, sondern jede Menge Altpapier. Da der See am Grund extrem sauerstoffarm ist, bestens konserviert. Unmengen gefälschter britischer Pfundnoten. Schon in den 50er Jahren waren Taucher darauf gestoßen. Ich wusste, dass die Österreicher den See angeblich leer gemacht haben, anlässlich der Bergung eines deutschen Tauchers 1963. Und dann war ich natürlich baß erstaunt, dass wir trotzdem noch diese Riesenmengen an Geld da unten gefunden haben. Das war es also, was die SS-Leute in den letzten Kriegstagen im Toplitzsee versenkt hatten. Blüten. Falsche englische Pfund, mit denen die britische Wirtschaft überschwemmt werden sollte. In feinster Qualität hergestellt von besonders qualifizierten Häftlingen des KZ Sachsenhausen.
unter dem Kommando des SS-Sturmbannführers Bernhard Krüger. Hans Fricke gelingt es, den SS-Offizier ausfindig zu machen und zu einem Tauchgang zu bewegen. Toll. Ganz toll. Ich kann mich von der Erinnerung dieses Unternehmens nicht trennen. A, von dem Erfolg, den es anfangs gehabt hatte. Zweitens von dem, dass die Häftlinge damit ihr Leben gerettet haben. So gewissermaßen, sie druckten für die Freiheit. Drucken für die Freiheit? Die freche Rechtfertigung eines Verbrechens. Auch noch fast 40 Jahre danach. Als ich das hörte, dachte ich, Mensch, dass du eigentlich wissen müsstest, dass das alles Todeskandidaten sind. Da hätte ich mir doch gewünscht, dass er etwas anderes gesagt hätte. Und das hat er nicht. Einige Wochen insgesamt verbringt Hans Fricke in den 80ern im Toblitzsee und findet außer den Blüten reichlich Militärschrott, Reste von Wasserflugzeugen, Minen der Marineversuchsanstalt, die hier am Toblitzsee stationiert war. Aber eines findet er nicht. In dem See liegt kein Gold. Ich meine, welcher Mensch wäre so dumm und wirft Gold in einen See, der 100 Meter tief ist? Denn aus 100 Meter Tiefe was nach oben zu holen, das ist ein technisches Unternehmen. Das konnte man damals, 1945, schlecht machen. Da kann man das Blatt wenden, wie man will, da ist nichts. Aber das geht in die Köpfe nicht rein. Sie können den Mythos von dem Toblitzsee nicht zerstören. Ende April 1945. Die amerikanischen Truppen stehen tief in Bayern. Am 30. April nehmen sie München ein. Es ist der Tag, an dem Hitler Selbstmord begeht. Hier in München hatte sein Aufstieg begonnen. Das KZ Dachau. Kurz vor der Befreiung hatte die SS noch einen Teil der Gefangenen nach Österreich schaffen lassen, als Geiseln. Hier in Dachau ist die Herrschaft der SS jetzt zu Ende. Weiter südlich noch nicht. Deshalb gibt es für die alliierten Einheiten keine Atempause. Man versucht, die deutschen Truppen zu überholen, alles, was noch an Kampfkraft da ist, zu zerschlagen. Und dann wartet man gespannt, ja, was erwartet uns in den Alpen? Wird das noch ein letztes Gefecht geben? Das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Von zwei Seiten nähern sich die Alliierten der Region, in der sie die Alpenfestung vermuten. Einmal von Norden durch Bayern und dann von Süden durch Italien. Zweiter Mai 1945. Der Tag der Befreiung für die Italiener. Hier ist der Krieg nun vorbei. Die deutschen Truppen in Italien haben kapituliert. Die Verhandlungen hatten ausgerechnet einige hochrangige SS-Offiziere eingefädelt. Eine Gruppe von SS-Männern, angeführt von Himmlers ehemaligem Stabschef Karl Wolff, hatte Botschaften an Alan Dulles in Bern geschickt. Dulles war der am wenigsten geheime Geheimagent in Europa. Jeder wusste, wenn du eine Botschaft an den Westen schicken willst, sprich mit Alan Dulles. Dulles war am Anfang schockiert. Warum wollen die mit mir reden? Der Grund war, Karl Wolff dachte nicht an die Zukunft Deutschlands, er dachte an die Zukunft von Karl Wolff. Er war an der Deportation der italienischen Juden nach Auschwitz beteiligt. Er musste etwas anbieten, um sich zu retten, und was er anbot, war der Schlüssel zur Alpenfestung. Die Alliierten können nun ungehindert von Süden in die Alpen vorstoßen.
Und jetzt zeigt sich, was die von den Amerikanern so gefürchtete Alpenfestung wirklich war. Eine Mischung aus Selbstbetrug und Propaganda. Und vor allem ein gelungener Bluff. Um den eigenen Hals zu retten. SS-Leute, die einen Termin beim Henker hatten, konnten nun ihren Lebensabend in Freiheit genießen. Das war das Ergebnis der Verhandlungen. Die hatten etwas verkauft, was es gar nicht gab, und kamen so ohne Strafe davon. Es sind Tage der Deals. Glücklich die Deutschen, die den Siegern etwas zu bieten haben, wie Werner von Braun und seine Mitarbeiter. Bei Garmisch gehen sie in Gefangenschaft. Ihm winkt eine Freifahrkarte in die USA und ein neuer Arbeitgeber. Ich glaube, es war kein großes Problem für ihn. Es war auf jeden Fall kein großes Problem für mich. Ich sah die Vorteile, dass man hier weiter an Raketen arbeiten konnte, unter verhältnismäßig guten Bedingungen, während in Deutschland ja für viele Jahre praktisch nichts los war. Das Ende der alten Festung. Jetzt sehen die Amerikaner, wie sehr sie sich getäuscht hatten, getäuscht worden waren. Deutsche Soldaten, die sich problemlos gefangen nehmen lassen, bis auf ganz wenige Ausnahmen noch nicht einmal der befürchtete Guerillakrieg. Die Alliierten, die nicht wissen, was sie in den Alpen wirklich antreffen, sie treffen auf deutsche Soldaten, aber sie wollen nicht mehr kämpfen. Sie sind demoralisiert, sie sind alle geschlagen von den langen Rückzügen, von den vernichtenden Niederlagen. Selbst die Waffen-SS-Truppen, die sich also nach Österreich zurückziehen, da kapitulieren, denen steht nicht mehr der Sinn nach einem letzten heroischen Gefecht. Dann geht es wirklich nur noch darum, dass die Kriegsverbrecher versuchen, ihren Kopf zu retten. Eine Alpenfestung gibt es nicht mehr. Sie versuchen, im Alpenraum unterzutauchen. Und sich unsichtbar zu machen, ist die Devise. Einigen gelingt das, wie dem Schreibtischmörder Adolf Eichmann. Er kann unerkannt aus Altaussee verschwinden. Überall stoßen die Amerikaner auf geraubte Schätze, unschätzbare Werte. Allein die Kunstwerke, die sie im Salzbergwerk von Altaussee sicherstellen, taxieren die Amerikaner auf damals 3,5 Milliarden Dollar. Hitler hatte sie für sein sogenanntes Führermuseum in Linz vorgesehen. Bei Altaussee geht auch dieser Mann ins Netz. Himmlers Stellvertreter Ernst Kaltenbrunner, später zum Tode verurteilt. Im Salatbeet seiner Villa in Altaussee finden die Amerikaner 76 Kilogramm Gold. Wenige Tage nach Kaltenbrunners Gefangennahme dann der nächste große Fisch, Otto Skorzeny. Gerade an ihn haben die Amerikaner besonders viele Fragen. Er wurde vom Geheimdienst der US Army verhört. Und dabei hat er irgendwie vergessen, von der Kriegskasse zu berichten, die er kurz vorher bekommen hatte. Und die Amerikaner fragen ihn auch nicht danach. Für sie ist Skorzeny der gefährlichste Mann Europas. Seine Kommandoeinheiten hatten hinter den amerikanischen Linien Sabotage betrieben. Haben die amerikanische Waren gehabt, die haben auch amerikanische Waffen gehabt. They also had American uniforms und amerikanische Uniformen, auch amerikanische Waffen. Skorzenys Kriegskasse ist dann Nebensache. Skorzeny hatte ein Vermögen bekommen von Josef Spazil, einem hohen SS-Verwaltungsbeamten. Der hatte den Befehl, Skorzeny mit einer Kriegskasse zu versorgen, und die ist bis heute verschwunden. Wo ist sie abgeblieben, Skorzenys vermutlich millionenschwere Kriegskasse? Hier am öden See, nicht weit von Altaussee entfernt, war der letzte Lagerplatz seiner Truppen, heute Naturschutzgebiet. In den 70er Jahren konnte Gerhard Zauner hier noch tauchen. Ich habe dort für das Hydrographische Amt die ganzen Quellen unterirdisch markiert. Ist ein gigantischer Quelltopf, dieser See. Und bei dieser Arbeit habe ich einen Ring gefunden. Nicht irgendeinen Ring, sondern einen sogenannten SS-Ehrenring.
von einem Offizier aus Gorzenis Einheit. Bei Kriegsende wohl in den See geworfen. Und offenbar nicht nur ihn. Da gab es eine Försterin, die hat uns erzählt, dass hier eine Almhütte stand. Und ein hoher Offizier auf der SS hat sich den Schlüssel bei ihr geholt und sie ist hinuntergegangen mit dem und haben von dieser Almhütte Material raus auf den See gefahren und dort versenkt. Wir haben dort nichts gefunden, weil so viel Schlamm dort ist, dass es sehr schwierig ist, dort etwas zu entdecken. Der Ödensee ist ziemlich flach, aber mit einer meterdicken Schlammschicht bedeckt. Schwere Gegenstände versinken auf Nimmerwiedersehen. Und Tauchen ist inzwischen strikt verboten. Nach monatelangen Verhandlungen mit dem Hausherrn, den österreichischen Bundesforsten, erhalten wir immerhin die Genehmigung, den See mit modernster Ortungstechnik zu untersuchen. Das Team Jens Höhner, Taucher und Kampfschwimmer der deutschen Bundesmarine, und Jens Lowak, Sonarspezialist. Stichproben. Mit einem Sediment-Echolot, das tief in den Untergrund eindringen kann. GPS bestimmt die genaue Position. Ein Seitensichtsonar tastet die Oberfläche des Grundes ab. Dutzende Erkundungsfahrten. Über dem Gebiet, in dem Scorzenis Männer Kisten versenkt haben sollen. Hier ist natürlich die Hölle los. Ne? Schließlich die Auswertung. Ist auch in so einer kleinen Senke. Ne? Mhm. Keine Ahnung, das könnte zum Beispiel irgendwo... Nur ein Spezialist wie Jens Lowak kann die Bilder wirklich lesen. Das ist möglich. So, und hier war dieses viereckige Objekt. Eindeutig, das ist ein Objekt, das von Menschenhand gemacht ist. Rechteckige Struktur. Mhm. Ich schätze mal die Ausmaße ein bisschen größer als ein Meter. Ist das eine von Scorzenis Kisten? Wir haben eindeutig Objekte identifiziert, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Also sehr vielversprechend. Was es jetzt genau ist, da muss man dann andere Untersuchungsmethoden anwenden. Ich denke mal schon, dass man dann dort tauchen muss und eventuell auch mit Metallsuchgeräten arbeiten muss. Es steht alles bereit. Der Taucher, die Technik, sogar Unterstützung durch den österreichischen Kampfmittelräumdienst. Doch die österreichische Forstverwaltung lässt sich von den Untersuchungsergebnissen nicht beeindrucken, gibt uns keine Tauchgenehmigung. So behält der Ödensee sein Geheimnis. Was haben Scorzenis Männer hier verborgen? Direkt nach dem Krieg wäre es noch einfach gewesen, es wieder herauszuholen. Besonders wenn man wusste, was und wo man suchen muss. Otto Scorzeni zum Beispiel. Scorzeni war rund 3 Jahre Kriegsgefangener und dann ist er da einfach rausspaziert und erst mal verschwunden. 1950 taucht er dann in Spanien wieder auf und schien deutlich reicher zu sein als vorher. Otto Scorzenis Ferienhaus auf Mallorca 1973. Scorzeni ist unter dem Schutz von Spaniens Diktator Franco ein wohlhabender Geschäftsmann geworden, bemüht sich nicht im geringsten, das zu verbergen. Auch sonst ist er sehr offenherzig. Keine Spur von Umkehr oder Einsicht. Es ist Pflicht jedes Soldaten, den Krieg zu verlängern bzw. durchzuhalten, solange der Befehl dazu hat. Ob er sinnvoll ist, das muss die Geschichte entscheiden. Ich glaube, da ist vielleicht noch nicht ganz die Zeit dazu gekommen. Persönlich bedauere ich es jedenfalls nicht. Scorzeni ist in Spanien die Spinne in einem Netz von ehemaligen SS-Leuten und Rechtsradikalen. Unterstützt die sogenannte alte Kameraden. 1975 stirbt er im Alter von 67 Jahren an Lungenkrebs. Das Geheimnis seiner Kriegskasse hat er mit ins Grab genommen. Zurück in Garmisch. Bei Jürgen Proske und seinen Schatzsucherfreunden. Am Ort, wo 1945 Gold der Reichsbank vergraben worden war. Das war's. Eine Minute Andacht, da waren 10 Tonnen Gold drin. Präziser,
728 Barren Feingold. Heutiger Wert fast 390 Millionen Euro. Die Amerikaner machen sich im Sommer 1945 mit sogenannten Goldrauschteams auf die Suche nach versteckten Schätzen und kommen auch dem Reichsbankgoldversteck der Gebirgsjäger auf die Spur. Da wurde einer der Verbringer hochnotpeinlich, wie es so schön in den alten Protokollen heißt, in Garmisch vom CID befragt und ist dann eingeknickt. Der gute Mann. Und es hat dann die Amerikaner zu dem Goldversteck geführt. Und da haben die dann angefangen, das Gold zu bergen. Es ist der 7. Juni 1945. Ein Tag, den diese GIs sicher nie vergessen haben. Das Gold kommt nach Frankfurt in eines der amerikanischen Sammellager für wiedergefundene Schätze und wird dann einer alliierten Kommission für Wiedergutmachung übergeben. Wie hoch insgesamt der Wert aller Schätze war, die in die Alpen geschafft worden waren, weiß niemand genau. Viele Schätze wurden in den 40er Jahren sichergestellt. Aber eine Menge ist ganz einfach verschwunden. Einiges wurde gestohlen. Aber etwas kann immer noch da sein, wo es versteckt worden ist. Und vielleicht findet es jemand eines Tages. Wenn wir weiter hintergehen, da könnte dann noch etwas. Vielleicht finden wir da was, oder? Das werden die Garmischer Schatzsucher gerne hören. Die Alpenfestung war ein kurzer Spuk. Eine Mischung aus cleverer Propaganda, gelungenem Bluff und Selbsttäuschung. Aber die Schätze, die dorthin gebracht wurden, waren echt. Und die beflügeln noch heute die Fantasie.